Hallo Freunde! Bei den ganzen Geschichten, die so im Umlauf sind, weiß man nie so richtig, was wahr oder was gelogen ist. Doch in einigen Fällen, die man einfach so nicht glauben würde, gibt es Videoaufnahmen. Heute 7 Momente, die keiner glauben würde, wären sie nicht aufgenommen. Los geht's! Nummer 1. Dieses Video zeigt genau, wieso Skifahren und Snowboarden so gefährlich sein kann. Bei diesen beiden Sportarten legt man sich immerhin mit der Natur an und die Natur kann man nicht so einfach kontrollieren. Bereits der kleinste Fehler kann die schlimmsten Folgen nach sich ziehen, so wie wir hier sehen können. Die betroffene Person rutscht aus und stürzt mehrere Meter in die Tiefe. Eines der größten Probleme in dieser Situation ist, dass es so gut wie keine Möglichkeiten zum Stoppen gibt. Man kann sich nirgendwo festhalten und muss das Fallen bis zum Schluss aushalten und dabei hoffen, dass man überlebt. Nummer 2. Einer Naturgewalt sollte man auf jeden Fall, wenn es möglich ist, aus dem Weg gehen. Falls man es nicht mehr aus dem Haus schafft, sollte man sich in einem sicheren Raum verstecken, zum Beispiel im Keller. Doch was die Person in diesem Video macht, ist einfach nur unglaublich und lebensmüde. Wäre es nicht auf Video aufgenommen, würde niemand solch eine Aktion glauben. Man kann sogar sehen, wie Einzelteile vom Haus durch die Luft gewirbelt werden. Doch die Person ist stur und nimmt das ganze Geschehen nur ein paar Meter von der weggerissenen Haustür auf. Stell dir nun mal vor, dein Haus wird beinahe zur Hälfte von einem Tornado weggerissen und diese Person bleibt seelenruhig dort stehen und nimmt alles mit seiner Kamera auf. Das Erstaunliche dabei ist, dass trotz der großen Verwüstung die aufnehmende Person keinen Kratzer abbekommen hat. Was würdest du in so einer Situation tun? Nummer 3. Diese Videoaufnahme zeigt die spektakuläre Rettung eines Schiffskochs, der zuvor 3 Tage lang im Wrack eines gesunkenen Schleppers ausgeharrt hatte. Überlebt hatte er dank einer Luftblase in 30 Metern Tiefe. Merkwürdig verzerrt klingt die Stimme des Bergungstauchers, der sich auf der Suche nach Todesopfern durch den Rumpf des gesunkenen Schleppers Yaskon 4 arbeitet. Da taucht im milchig trüben Atlantikwasser plötzlich eine Hand auf und packt nach den Fingern des erschrockenen Tauchers. Er lebt, schreit jemand im Kontrollraum. 3 Tage lang hatte der Nigerianer Okene zuvor unbemerkt ausgeharrt, in 30 Metern Tiefe an Bord seines versunkenen Schiffes. Am Meeresgrund überlebte er, weil sich im Wrack eine Luftblase gebildet hatte. Es war eine Rettung, so unwahrscheinlich, dass heute viele von einem Wunder sprechen. Nummer 4. In der Tierwelt passieren die unglaublichsten Dinge. Dinge, die wir so nicht glauben würden. Doch in diesem Fall wurde das Geschehen auf Video aufgenommen. Zu sehen ist zuerst nur ein Adler, der dem Anschein nach präzise ein bestimmtes Ziel anfliegt. Normalerweise würde man jetzt denken, er ist auf der Jagd nach einem Kaninchen oder Murmeltier. Doch dieser Adler hat ein größeres Ziel und schnappt nach einer Ziege. In dieser Aufnahme wird noch einmal verdeutlicht, wie hart die Natur sein kann. Nummer 5. In dieser Aufnahme sehen wir ein Pferd, was dem Anschein nach aus irgendeinem Grund das Holzgitter anleckt bzw. anknabbert. Es scheint wirklich konzentriert auf diese Stelle zu reagieren. Betrachten wir nun die Situation aus einem anderen Blickwinkel, sehen wir auch den Grund dafür. Auf der anderen Seite ist ein weiteres Pferd, welches Heu an das Gitter hält. Zu diesem Zeitpunkt hatte das weiße Pferd noch kein Heu bekommen und das braune Pferd teilte seine Nahrung. Ein perfektes Beispiel dafür, dass Tiere ziemlich intelligent sind. Nummer 6. Genau solche Aufnahmen sind der Grund, warum ich nicht ins Meer möchte. Die Aufnahme ist zwar relativ kurz, aber sehr aussagekräftig. Normalerweise wird doch immer gepredigt, dass Haie harmlos sind bzw. keine Menschen angreifen. In dem Video gab es nicht mal ein Anzeichen dafür, dass das Tier angelockt wurde. Und dennoch schießt es wie eine Rakete aus dem Nichts. Nummer 7. In diesem Video können wir ganz gut sehen, dass beim Müll wegbringen alles passieren könnte. Die Aufnahme ist genauso beeindruckend wie lustig. Es scheint sogar für kurze Zeit so, als würde der kleine Junge den Kampf gegen die Mülltonne gewinnen. Doch die Mülltonne schlägt zurück. We'll be right back.
Ich finde es einfach nur erstaunlich, wie Tiere in manchen Situationen handeln. Besonders beeindruckt bin ich von den Pferden. Was hältst du von diesem Video? Welche Aufnahme fandest du am besten? Und kennst du vielleicht weitere Begebenheiten, die ohne Bildmaterial keiner glauben würde? Wenn ja, dann teile es uns doch in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.